So, Agrafena plus 20 soll es sein, Teamstärke 5020. Wir gehen mal mit zwei, drei verschiedenen Teams hier rein. Schauen uns mal an, was sie kann. Okay, das ist natürlich ein theoretisch geschenktes Board. Wenn ich das voll durchziehe, kann ich das nicht verlieren, weil bis auf Nemo, der fast tot ist. Entschuldigen Sie bitte. Oh mein Gott, er hat die Blutung bekommen von dem roten Stein vom Kong und deswegen 6,5% gemacht. Okay, sie will eh auslösen. Was macht sie beim ersten Mal auslösen? Alle Gegner halten so und so. Okay. Dann machen wir das erstmal so. Heben uns den Regard auf. So. Zack, zack, zack. Trotzdem ist das natürlich ein geschenktes Game. Wenn jetzt links nochmal den Proteus draufhauen. Regard heben wir uns auf. Sollte sie auslösen, sie löst gar nicht mehr aus. So, und der Proteus macht jetzt den Rest mit dem Gift. Bumm. Okay, das war Nummer 1. Das war auch ein geschenktes Board. Wir nehmen mal ein langsameres Team und schauen uns mal an, wie ihre Heilleistung denn so ist. Das wird es auf jeden Fall zeigen können, wenn sie so auslöst, dass wir die Heilleistung sehen. So, wir sammeln Grün und Gelb. Ja, da haben wir immer noch ein gelbes Match. Oder sogar zwei. So, jetzt ist er voll. Und jetzt gucken wir mal, was die gute Dame pro Runde so heilt. Erstmal den. 243. Schwein gehabt. So. Machen wir mal den. Spielen die Grünen weg, weil wir sie eh brauchen. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass unsere Minions rechts an, natürlich greifen die nicht rechts an. Ausweichen ist auch nicht mehr da. Okay, aber für 6 Runden lang hat sie 63%. Also wenn sie doppelt auslöst und das ging jetzt relativ schnell, dann ist ein schwieriges Durchkommen. Dann ist sie entgegen meinem ersten Gedanken, mal gucken, was ihre Stats sind, gegen meinen ersten Gedanken natürlich auch spielbar. Und jetzt war es rum und jetzt ist sie. Also ein gutes Timing für sie. Sehr gutes Timing. Wir gehen mal raus. Spielen mal aggressiver. Kurze Pause, wenn ich den Button finde. So, aggressiver rein. Und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Gelb auf sie früh. Mal gucken, wie viel sie aushält mit ihren Stats. Okay, jetzt macht sie uns schlechter, aber sich selbst nicht besser. Also die Aufladung, die kommt ziemlich fix. Jetzt wird sie das gleich nochmal machen, weil sie schon so low ist. Also sobald sie low ist, ist wie bei den Ninjas, löst sie anscheinend schneller aus. Und das heißt, es kommt nicht dazu, dass sie ihre zweite Auslösung macht, aber ihre erste macht sie halt permanent. Wenn das anstatt Schaden über Zeit direkt Schaden wäre, würde das ernsthaft wehtun. Gott sei Dank ist dem nicht so. Aber sie steht halt trotzdem ziemlich lange da. Ach herrje. Den Nemo, den wollen wir keinen negativen Buff verpassen. So, jetzt ist die Geschichte.
Also wenn so richtig low ist. Okay, jetzt stirbt jemand. Warum muss er sterben? So, ihn blenden wir. Lass den Rigard leben. Natürlich. Oh, er lebt noch. Er hat ihn nicht. Hat er ihn nicht getroffen? Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so an. Hier hauen wir die zweite Runde drauf. Ich will dem Nemo keinen Debuff gönnen, weil er dann ausrastet. Aber jetzt fangen wir damit an. Attack Down ist auch okay. Er trifft ja immer nur einen. Ja, ich sag mal so, wenn man eine Kombi reinbekommt, mit Gelb spielt, dann hat man sie unter Half. Und wenn sie dann immer direkt bei der ersten anstatt bei der zweiten, also bei 100%, nicht bei 200% auslöst, macht sie mir persönlich keine Angst. Sollte man jedoch das nicht hinbekommen und wenn sie einmal so auslöst, dass sie 200% hat, dann braucht ihr entweder schnell eine Reinigung oder ihr verliert's. Aber ich glaube einfach nur mit einer Reinigung von gegnerischen Buffs kann sie ja nichts machen. Und die Debuffs, die man hat, ja, man kann sie reinigen, aber die sind nicht wirklich gemein. Die sind nicht wirklich gemein. Wo ist er? Da ist er. Gehen noch mit einem weiteren Team rein, das wir noch probieren möchten. Und jetzt spielen wir mal Lila in Lila. Und so, ist jetzt schon geladen? Fast. Das ist schnell. Ziemlich schnell. So. Zack. Zack. Kriegen wir unsere Lilanen? Ja, wir kriegen unsere Lilanen. Oh, wir kriegen sie auch komplett. Okay, und jetzt ist der Fall. Ja, sie hat ausgelöst, aber A, können wir es hier umdrehen und B, rechte Seite entfernen wir einfach in der Annahme, dass Killhase die Frick tötet. Genau. Und sie steht noch vorne in der Mitte. Erstaunlicherweise. Spiel mal nichts in sie rein, sie hat nicht viel. Das gibt uns vielleicht irgendwo was. Oh, jawohl. Jawollo. So, zack. Dann machen wir den Akkurock weg. Wenn uns der Attack Down nicht komplett behindert, nö. Jetzt ghosten wir das. Machen wieder das, das. Und also wenn sie rollt, rollt sie. Aber sie rollt nicht so schnell gefühlt. Also mir macht sie persönlich jetzt nicht wirklich Angst. Und wenn man bedenkt, was dahinter noch für ein Team steht, finde ich sie jetzt nicht so krass als Tank. Also man muss natürlich, also wenn man ein Team hat, was langsam spielt, nehmen wir mal an, ein Minion-Team oder so, gegen diese Def jetzt, also wenn man ein langsames Team hat und sie wirklich aufbauen kann, dass sie zweimal auslöst und man nichts zum Wegnehmen hat, dann ist sie gefährlich. Aber dem kann man alles vorbeugen. Einfach ein schnelles Team oder was, keine Ahnung, ein Melindor-Kostüm oder irgendwas mitnehmen. Sabina, Vivica-Kostüm macht sich sehr gut, glaube ich, hier. Dann sollte die Def kein Thema sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kleines Extra-Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.